Ho, 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 Kradojana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Adventskalendertürchen aus unserem Team Krado Adventskalender. Heute in Zusammenarbeit mit Lootboy. Lootboy, eine App, die ich sehr gerne nutze, denn da kann man allerlei kostenlose Codes sich erklicken, so gesehen. Wo man muss einmal am Tag einloggen und Münzen sammeln und kann coole Comics noch lesen. Und hat die Chance da von Wargaming, von War Thunder und von vielen anderen Spielen Codes abzugreifen. Habe ich auch schon öfters mal als Video gebracht. Und von den lieben Lootboy-Entwicklern habe ich ein paar Codes gesponsert bekommen. Heute wird es übrigens sehr eng hier in unserem Adventskalendertürchen. Also ich muss hier mich gleich mal ein bisschen klein machen, damit überhaupt alle Gewinne reinpassen. Und diese Codes bin ich sehr froh, dass ich sie an euch weitergeben darf. Und ehe ich mich jetzt hier so verzettel, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier, womit fangen wir denn an? Fangen wir mal damit an. Ich habe hier einen wunderschönen T25 Medium. Ist übrigens nicht das Einzige, was heute von World of Tanks kommt. Da kommt noch was. Insgesamt, ich spoilere es mal nicht. Der T25, wenn ihr den gewinnen wollt, die gleichen Regeln wie in den anderen Videos auch schon. Ihr dürft den Panzer und die anderen Gewinne, die jetzt hier gleich noch kommen, ne? Ihr könnt bei allen hier mitmachen. Wichtig ist bloß, ihr dürft den Gewinn noch nicht haben. Ihr müsst das Video liken, ihr müsst das Video kommentieren und da euren Wargaming-Namen mit reinschreiben. Und ganz wichtig, ihr müsst auch noch dazu schreiben, was ihr eigentlich haben wollt. Das sind eigentlich so die vier Schritte, also mit dem Wargaming-Namen noch, sind eigentlich so die vier Schritte, die ihr hier beachten sollt. Und so habt ihr dann die Chance, hier was abzugreifen. Ihr könnt auch gerne von gestern den Text kopieren und hier einfach neu einfügen. Das steht euch frei. So, T25, T5 Medium. Viel Glück dabei. Und was haben wir noch von den Lootboy-Entwicklern hier bekommen, von der Lootboy-App? Wir haben hier noch eine wunderschöne Marblehead T5 Kreuzer der Amerikaner. Marblehead hatten wir auch schon mal mit drin. Und die Marblehead, ein Schiff, hatte ich ja auch schon mal erwähnt gehabt, was wir bestimmt schon 50 bis 100 Mal an euch irgendwie weitergegeben haben durch die Lootboy-App, weil das gab da eine Zeit lang, oder gibt es glaube ich gerade immer noch, Codes zu der Marblehead, die man da gewinnen kann, rausziehen kann. Und da haben mir so viele von euch damals Marblehead-Codes auch geschickt und ich selber habe auch Dutzende gezogen, dass wir das Ganze in den Streams und auch in den Videos immer mal raushauen konnten. Geiles Schiff. Und gerade auf T5 kann man schon schön Credits farmen. Und das gleiche auch bei dem T5, T25 hier. Wenn man mal nicht gegen T7 fährt. Aber, ne, Weihnachten und so. PZK, wo haben wir denn? Da. Bam! PZK4 Schmalturm. T6 Medium Panzer. Ein Panzer, den ich eigentlich nur bei dem Krom sehe. Ich selber habe den nicht. Ich glaube, der Dodox hat den auch noch. Auf jeden Fall ein Panzer, den man nicht so oft sieht in den Runden. Und gerade auf T6 kann man doch schon eine Menge Spaß haben. Ich kann euch leider keine Details jetzt genau zu diesem Panzer sagen, denn wie gesagt, ich habe ihn nicht. Aber ich bin mir sicher, der eine oder andere kriegt gerade Herzrasen und will diesen Tank unbedingt haben. Daher auch hier, ihr könnt natürlich unterschreiben, dass ihr den Panzer haben wollt. Und mit ein bisschen Glück ziehe ich euch morgen Abend denn da raus und ihr habt den PZ4 Schmalturm schon gewonnen. Und dann haben wir noch was Schönes. Ja, heute sogar vier Gewinne. Wir haben noch etwas Schönes, etwas Einzigartiges, glaube ich, sogar in dem Adventskalender, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Schiff. Ein Schiff für World of Warships. Gut, eins haben wir schon, aber jetzt kommt noch ein Schiff. Ein Schiff, was man im Premium-Shop, soweit ich weiß, gar nicht mehr kaufen kann, wenn mich nicht alles täuscht. Bam! König Albert, ein T3-Schlachtschiff der Deutschen. Ein deutsches Schlachtschiff, mit dem man wunderbar seinen Kapitän natürlich ein bisschen vorantreiben kann. Bei den Premium-Schiffen könnt ihr eure normalen Kapitäne immer übernehmen und auf den Schiffen ja auch nutzen. Und die König Albert ist dafür eigentlich super, denn auf ihrer Stufe, auf T3, haut die König Albert ganz schön rein. Das hat sich voll gereimt. König Albert, viel Spaß damit, wer auch immer sie gewinnt. Morgen Abend ziehe ich die Gewinner und egal, was ihr heute gewinnt, ich glaube, ihr werdet mit all den Geschenken eine Menge Spaß haben. PZKPFW, Gott, den Namen, also ausgeschrieben, Panzerkampfwagen soll das heißen. Schmalturm, T25, Marblehead und König Albert. Vielen lieben Dank nochmal an die Lootboy-Macher da draußen, an die Lootboy-App. Und unten in der Beschreibung findet ihr auch nochmal einen Link zu der App selber, falls ihr euch das mal runterladen wollt. Ihr könnt das Ganze auch im Browser nutzen, ihr müsst es nicht auf dem Handy nutzen. Und könnt das ein oder andere da vielleicht auch abgreifen. Wichtig sei dabei gesagt, das ist hier keine offizielle Werbung für Lootboy. Das ist einfach eine nette Geste, die ich jetzt hier auch mache. Denn sie haben mir hier Codes zur Verfügung gestellt und da bin ich wirklich mal so frei und mache hier auch ein bisschen Werbung. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Morgen geht's weiter mit Türchen Nummer 5. Und mal gucken, was ich euch dann so Schönes mitbringe.